Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist ein neues TikTok-Video. Ich stehe gerade vor meiner Garage. Hinter mir, was ihr gerade nicht sehen könnt, ist mein Bike. Ich bin eigentlich gerade mehr oder weniger im Aufbruch zu einer kleinen Tour. Und ja, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es darum, euer Bike für eine Tour gerade mit kleinen Tipps und Tricks bestmöglich vorzubereiten, dass es währenddessen nicht wirklich Schwierigkeiten gibt, eine Schraube schlimmstenfalls rausfällt oder irgendwas locker ist. Ja, und das zeige ich euch eben jetzt in dem folgenden Video. Bis gleich dann. Kommen wir auch dann direkt zum ersten und ziemlich wichtigen Punkt. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, gibt glaube ich nichts Bescheideneres, wie wenn ja auf der Fahrt eben eine Schraube locker wird, irgendwas generell komplett locker wird oder sogar eine Schraube verloren geht. Mega ärgerlich und deswegen wirklich wichtig, guckt einfach, dass ihr vor der Fahrt die Schrauben anzieht oder halt überprüft, ob sie locker sind oder nicht. Und das machen wir erstmal eben. Für das Überprüfen der Schrauben an meinem Bike brauche ich eigentlich nichts anderes als ein Torx und ein Imbusstool. Und ja, dann kann man sich's ja auch eigentlich denken, was ich jetzt mache. Ich gehe eigentlich dann so ziemlich alle wichtigen Schrauben ab und schau mal mit Gefühl, ob denn die ja noch alle fest sind oder nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch einen Drehmomentschlüssel nehmen, aber man hat natürlich auch Bock, dann auch irgendwann mal biken zu gehen. Das ist ja nun die Vorbereitung eben für eine Tour. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich habe mittlerweile relativ gut so die Drehmomente im Kopf, die eben bei meinem Bike verwendet werden und wie es sich eben anfühlt, wenn die Schraube fest ist oder wenn sie locker ist. Das geht auch ruckzuck, mega schnell gemacht. Brauche ich euch, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht zeigen, aber ich empfehle es euch auf jeden Fall. Zweiter, für mich auch sehr wichtiger Punkt sind die Federelemente, beziehungsweise eben das Sauberhalten der Federelemente, die einmal sauber machen, ordentlich schmieren. Ja, gerade die werden eben zur Offseason sehr dreckig und es gibt, glaube ich, nichts Blöderes meiner Meinung nach, eben mit einem komplett dreckigen Federelement, ob es Gabel oder Dämpfer ist, loszufahren. Um eure Federelemente sauber zu machen, braucht ihr eigentlich auch gar nicht viel. Normalerweise nur ein sauberes Tuch, bisschen was geeignetes Schmiermittel und ein bisschen was Wasser. Kommen wir jetzt dann zum Saubermachen der Federelemente. Hier habe ich, wie eben angesprochen, eben den leicht angefeuchteten Lappen und das geeignete Schmiermittel. Komme ich direkt mal zum geeigneten Schmiermittel. Das hier ist Fox Gold Oil, also exakt das, was hier in diese Gabel reinkommt. Für einen Dämpfer bräuchte ich jetzt eigentlich das Fox Fluid, habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich auch beim Dämpfer nichts weiteres machen, als den eben mit dem feuchten Lappen ein bisschen was sauber zu machen und halt eben zu schauen, dass die Dichtungen dann auch ja möglichst sauber sind. Wenn ihr jetzt eine RockShox-Gabel habt, dann könnt ihr eben dann auch das Öl benutzen, welches RockShox benutzt. Es gibt natürlich auch dann von Brunox so Gabel-Deo oder wie der ganze Schüssel heißt. Ich halte davon ehrlich gesagt nicht viel. Ja, als allererstes natürlich dann immer einmal hier den O-Ring hochschieben und als nächstes nehme ich mir dann das feuchte Tuch. Man sieht es ja auch, da ist ein bisschen was Dreck an der Dichtung und genau diesen Dreck möchte ich eben nicht haben, weil es kommt sowieso während der Fahrt neuer wieder drauf. Aus dem Grund hier einmal dann das feuchte Tuch und nicht zu fest, aber halt schon, dass es möglichst einmal sauber ist. Hier unten versuche ich mit meinem Zeigefinger so weit rüber zu kommen, wie es geht. Gucke aber auch, dass ich den Dreck jetzt nicht unbedingt weiter runter in die Dichtung drücke. Das ist einmal die Vorarbeit. Und als nächstes widme ich mich dann eben dem Goldoil. Wie gesagt, wenn ihr RockShox-Dämpfer oder Gabeln habt, in dem Fall halt dann RockShox-Gabeln, verwendet eben dann auch das Öl, welches ihr auch für einen Gabelservice benutzen würdet. Tabellen dazu findet ihr im Internet. Sollte kein Problem sein. Da ich jetzt eben mit einem Öl arbeite, habe ich mir in dem Fall Handschuhe angezogen. Würde ich euch auch empfehlen. Ich mache es eigentlich nichts anderes, als mit meinem kleinen Finger eben hier einmal reinzutauchen, dass eben ja schon ein bisschen was eben an meinem kleinen Finger dran ist. Und mit dem gehe ich jetzt dann unten an die Dichtung ran und verteile das einmal rundrum. Halt so, wie ich halt drankomme. Das gleiche mache ich dann direkt auch auf der anderen Seite. Leider zieht dieses Gold Oil so ein bisschen was Fäden. Ja, das Öl befindet sich jetzt drauf. Eben nochmal ganz wichtig, das vorgesehene Öl dafür, welches eben dann auch nicht die Dichtung angreift. Und alles, was ich jetzt machen brauche, das gleiche natürlich dann auch für den Dämpfer, wenn ich eben beim Dämpfer dann auch dann dieses Fox Fluid hätte, mache ich nichts anderes, wie mich entweder draufzusetzen oder eben mal gerade auf die Straße zu rollen und ein paar Mal ja, vorsichtig einzufedern, nicht zu viel, damit das Öl nicht irgendwie in alle Richtungen spritzt. Und was dann passiert oder wie es danach aussieht, zeige ich euch dann jetzt. Ich habe dann die Feder erstmal ein bisschen was reingedrückt, dass sie eben ordentlich einfedert. Man sieht es dann auch hier. Und der Effekt ist genau der, dass jetzt eben sich hier an der Stelle dieses Öl sammelt. Und in diesem Öl befindet sich jetzt dann auch dann eine ganze Menge von diesem Dreck, welcher eben auch während der Fahrt in die Wellendichtringe mit reingezogen wird. Und genau, das kann ich jetzt dann ganz einfach mit einem Tuch wegmachen. Und dann habe ich für die Fahrt eine ordentlich saubere Gabel, die mir auch während der ganzen Tour dann möglichst wenig Probleme machen sollte. Dritter wichtiger Schritt,
Meiner Meinung nach ist der komplette Antrieb, vor allen Dingen das Sauberhalten des Antriebs, der saut eben auch ganz gerne über die Off-Season ziemlich schnell ein. Und deswegen kümmere ich mich immer dann vor der Fahrt darum, dass ich die Kette sauber mache, neu öle, dass ich gucke, dass die Ritzel ein bisschen was frei sind, dass da nicht super viel Laub drin hängt, damit eben auch dann das Fahrrad ordentlich schaltet. Und das zeige ich euch dann jetzt auch mal, wie ich das mache. Zum Saubermachen vom Antrieb braucht ihr eigentlich auch nicht viel. In dem Fall eigentlich nur Kettenöl, einen kleinen Imbus, den habe ich jetzt genommen, oder sonst irgendwie einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Warum, zeige ich euch gleich. Und eben einen dreckigen Lappen. Das ist ja auch jetzt wirklich mein Antriebslappen, womit ich eigentlich nochmal den Antrieb sauber mache. Deswegen ist er auch schon gut schwarz. Und ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Mein Antrieb ist in der letzten Tour jetzt gar nicht mal so dreckig geworden, aber ich sehe es schon, hier hängt zum Beispiel ein Laubblatt drin oder auch generell, ja, sieht die Kette gar nicht mehr so gut geölt aus, wie sie vielleicht eigentlich sein sollte. Und ja, das mache ich jetzt dann einmal ganz schnell. Den kleinen Imbus oder meinetwegen dann auch einen kleinen Schlitzschraubendreher benutze ich dafür, um, ja, sowas wie Laubblätter oder andere störende Sachen eben abzupulen, damit die nicht mehr drin sind. Und genau, dann haben wir das jetzt auch dann zum Beispiel einmal direkt weg. Ich gucke einmal, ob hinten in der Kassette irgendwas drin ist. Dafür wäre es halt eben dann auch wirklich besser, irgendwas Kleines zu nehmen. Da denke ich mal, würde auch ein Schlitzschraubenzieher, ein kleiner, auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mehr Dienst leisten als ein Imbus, weil mit dem komme ich eben nur gerade so dazwischen. Und ja, sollte hier jetzt irgendwas dann auch drin sein, dann kann ich eben das einmal damit sauber machen. Muss ich in meinem Fall zum Glück nicht. So, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, ich würde es einmal mit dem Lappen eben die Kette sauber machen und dann nochmal neu ölen. Und ich mache nichts anderes, wie dass ich hier eben mit dem Lappen einmal das so komplett umgreife und ein paar Mal einfach rumdrehe. Und wenn ich das habe, nehme ich mir eigentlich nur das Kettenöl. Und genauso wie das ich gerade mit dem Lappen gemacht habe, mache ich eben dann auch mit dem Kettenöl. Ich halte sie einmal ran und mache eine gute Menge an Kettenöl drauf. Normalerweise sagen jetzt viele, okay, jetzt müsste ich einmal durchschalten, macht aber meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, weil die Gelenke befinden sich eben bei den verschiedenen Bolzen von der Kette und eben nicht auf einer Kassette oder einem Kettenblatt. Deswegen lasse ich es gerade ein bisschen was einwirken. Da war jetzt relativ viel Kettenöl. Problem bei Ölen und Fetten, sie fangen mehr oder weniger wie so ein Magnet eben Dreck auf, beziehungsweise ziehen es förmlich an. Deswegen lasse ich es eben gerade einziehen, dass es da schön zwischenläuft. Und alles, was überschüssig ist, möchte ich ja nicht dran haben. Genauso wie wenn ich irgendwo was fette und Fett quillt über, das mache ich direkt weg, weil genau da wird sich dann jede Menge Dreck sammeln. Und das wollen wir nicht haben. Deswegen nach einer kurzen Einwirkzeit kann ich jetzt dann das Überschüssige einfach eben gerade vor allen Dingen hier an diesen Seitenflanken wegmachen. Und das war es dann auch schon. Also ich würde sagen, die Kette. Und generell der Antrieb, das war jetzt relativ Glück, würde ich sagen, dass hier der jetzt nicht super versifft war. Ein meiner Meinung nach weiterer wichtiger Punkt ist das Überprüfen der Luftdrücke vor der Fahrt. Und damit meine ich nicht nur die Reifenluftdrücke, sondern vor allen Dingen, wenn man längere Zeit nicht mehr unterwegs war, eben auch die Luftdrücke in Federgabel und Dämpfer. Hängt es unter anderem natürlich dann auch von Diffusion ab oder eben auch Temperaturunterschiede. Und deswegen mache ich das eben dann ganz gerne immer mal wieder vor einer Fahrt, dass ich eben mit meiner Dämpferluftpumpe Dämpfer und Gabel kontrolliere, ob das dann auch noch so alles passt, wie es sein soll. Irgendwann hat man das Ganze ziemlich drin. Im Dämpfer fahre ich in der Regel zu 110 PSI, in der Gabel dann ungefähr so die 70 PSI, je nachdem aber nur 65. Und auch das ist dann wirklich übelst schnell gemacht. Der letzte wichtige Punkt für mich ist gerade in der Off-Season eben dann der Fall, wenn der Streuwagen unterwegs war und eben auch überall Salz liegt. Ich glaube, Salz ist somit das aggressivste, was eben so Fahrradteile angreifen kann. Und ja, ein Fahrrad wird eben dann auch in der Off-Season ziemlich schnell dreckig, auch wenn die Touren sehr kurz sind. Aber ich würde es euch wirklich ans Herz legen, macht euer Bike schön gründlich danach sauber, weil Salz zu lange auf irgendwelchen Rahmenparts, das sieht nicht gut aus, genauso wie auch bei einem Auto. Und das möchtet ihr bei eurem Fahrrad auch nicht haben. Also einfach euer Fahrrad danach schön sauber machen. Geht dann doch auch schneller, als man eigentlich denkt. Und ihr habt kein Problem mit Salz. Also deswegen macht das und ihr werdet auf jeden Fall länger Spaß mit eurem Bike haben. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allen Dingen euch auch geholfen habt, schreibt mir doch das mal ganz gerne bitte in die Kommentare. Ihr könnt es natürlich auch ganz gerne liken. Falls ihr mir noch nicht folgt und das vielleicht machen wollt, dann macht das gerne bitte. Dann verpasst ihr so Videos zukünftig nicht mehr. Und mehr gibt es dann auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Bis auf, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bleibt bis dahin gesund. Ciao, Kakao.